So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tom Clancy's The Division 2. Grüß dich, Chris Jones 89. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß bei dem Spiel wie ich. Wir nehmen die letzten zwei Kontrollpunkte ein. Wir nehmen gleich mal den da unten ein, und zwar der Ziegelstein. Ab geht's. Wo muss ich hin? In der Nähe erkannt. Natürlich. Nahrungsvorräte entdeckt. Natürlich. Feindliche Übertragung empfangen. Natürlich. So, ich hoffe, die Maschinenpistole tut ihr Werk und macht weitaus mehr Schaden. Auf das pfeifen wir. Au, 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 au. Doch mal in Schlangenlinien da laufen. So, das ist der Ziegelstein. Kommen die jetzt damit? Dann muss ich die nämlich da zuerst ausschalten, sonst fallen die mir nämlich in den Rücken, wenn ich den Außenposten da einnehmen will. Ja, natürlich, wie soll es noch anders sein? So, irgendwo sollte noch irgendwo ein Techniker sein. Der ist nämlich da hinten irgendwo. Da kommt ein Auto auf mich zu. So, was ist mit dem Scheiß-Techniker da jetzt? Obwohl ich auf dem Pfeifen auch könnt. Wir müssen nämlich das hier einnehmen, den Ziegelstein. Natürlich, jetzt schießt er wieder auf mich. Wo ist denn der? Jetzt sehe ich ihn. So. Das sollte eigentlich passen. Jetzt nehmen wir den Ziegelstein ein. Holen wir mal hier Verstärkung. Zack! Verstärkung trifft ein. So, den ersten haben wir mal. Da hinten ist auch ein Techniker. Schade, ich habe mir gedacht, den treffe ich noch in den Kopf. So, ich hoffe, meine Verstärkung ist bald da. So, da ist der Techniker, der muss weg. Sehr gut. Noch ein Techniker, aber diesmal im Violett. Schnell, 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 bevor das Auto da ist. Ah. Gut, so geht's auch. Und tschüss. Na, noch nicht. Ein Schuss haltet er noch aus. Na komm, Baby. Na komm, Baby. Na geh. Jetzt aber. So, jetzt kommen keine Autos mehr auf mich zu. Doch, da ist auch noch wieder so einer. Ein WLAN-Experte. Da ist ein Healer. So, schnell den Healer weg. Ja. Jupp. Sehr gut. So, und da kommt auch schon meine Verstärkung. Sehr gut. Die raschen da gleich mal rauf. Das ist gut. So, der Schwergepanzerte ist auch irgendwo schon irgendwo da unterwegs. Das Geschütz steht irgendwo da hinten. Sehr gut. Den Techniker haben wir. Da kommt er. Würde mich interessieren, wer da auf dem Geschütz steht.
Aber ich glaube, niemand von unseren Leuten. Ich muss denen da unbedingt helfen. Gegen den Tank hier. Ja, der verliert gut, der verliert gut. Und ich bin auch weg. Ja, da kommt er schon, da kommt er schon. Na komm, heil mich. Danke dir. Ui, jetzt steht er da oben. So, den haben wir. So, da ist das Geschütz. Dann einer mit dem Schild. So, mein Officer ist auch down. Den lassen wir mal kurz down. Schießen wir mal auf das hier. Vielleicht brennt er ja. Nö, stört ihn anscheinend nicht. So, schnell zurückholen. Komm, 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 komm. Nämlich jetzt müssen wir ihn sichern. Komm, 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 Officer. So, und wir bleiben jetzt. Ah, ich würde gern weiter rauf. Aber nicht das Geschütz. So, von da kommen sie jetzt eh schon. Das heißt, wir hauen unser Geschütz, ich weiß nicht, da auf den Reifenbalken. Das war's. Braves Geschütz. Was würde ich ohne den Geschütz machen in dem Spiel? Sehr brav. So, jetzt kommt er gleich wieder. Schwer gepanzerter Feind. Jo, da hinten kommt er schon. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Es ist ein Heiler, um Gottes Willen. Und er heilt wieder alle, natürlich. So, Geschütz macht gute Arbeit da vorne. Wieder gut positioniert. Kann man nichts sagen. So, da ist der Heiler. Der muss weg, der muss weg. Der macht da so eine Hyperheilung auch noch. So, Heiler ist weg, das ist gut. Er ist der Letzte von seiner Art. Versucht mich zu flankieren. So. Na Gott sei Dank hat mich der Officer noch einmal... Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, Gott sei Dank hat er mich noch mal geheilt. Und wir sind Stufe 29. Nimm dir das mit. Danke. Da kommt geradewegs die Patrouille, die wollte gerade zurückgehen. Die werden wir jetzt natürlich auch noch aufhalten. Na, ich bin kein Arschloch. Naja, vielleicht manchmal. So, den haben wir auch. Was ist mit dir da? Komm mal raus da aus deiner Deckung. Danke. So, Patrouille erfolgreich ausgeschalten. Die wollten gerade nach Hause kommen. Aber das haben wir zu verhindern gewusst. So, dann auf zum Vorratsraum. Aber hier oben auch noch. Danke. So, kann ich dir irgendwas geben? Na, keine Panik. Ich bin's ja nur. Habe ich noch irgendwas? Ja, bitteschön. Bitte, nimm was geht. Hauptsache ihr haltet Stand. Dafür kriegen wir ja auch nochmal schöne Erfahrungspunkte. 11.000 bis jetzt. Fast 12.000. 16.000. Sehr gut. Oh, das steigt auf. Das ist schön. Für die letzte Stufe hier. Und bumm. So. 24.691 Erfahrungspunkte kriegen wir da jetzt nochmal dazu. Wrupp, da geht's rauf. Sehr, sehr gut. So, dann nehmen wir uns die Muni mit, so wie immer.
Und der Vorratsraum. Mal schauen, was wir hier drinnen kriegen. Jetzt bin ich gespannt. Knieschoner, die schon mal besser sind, die können wir gleich mal ausrüsten. Und eine Maschinenpistole, die macht aber nicht so viel wie meine, die ich schon ausgerüstet habe. Was haben wir hier? Ein Rucksack, der ist auch besser. Den tun wir natürlich auch gleich ausrüsten. Und noch eine Waffe natürlich. Ah, leider. Ja, Glück ist was anderes. Aber das passt schon. Ich bin damit zufrieden. Wir haben neue Sachen gekriegt, die stärker sind. Und der Ziegelstein gehört uns. So, wir machen jetzt einmal das da unten. Das wollte ich eh auch noch reinhauen. Damit sie sich nicht da wieder verbreiten. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Ja, der Kontrollpunkt ist wieder hinter mir. Ist lustig, dass er das jedes Mal sagt, wenn ich wegrenne davon. Aha. Ja, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ah, warte jetzt, da muss ich irgendwo muss ich da reinlaufen. Hier. Nein. Wieso zeigt das mir an, dass ich... Ah, da. So, her mit dem ganzen Krempel. Titan, sehr gut. Und hier geht's ab. Gut. Na, dann beginnen wir mal, ne? Wir haben unser Geschütz mal da nach vorne, hier oben drauf. Und gehen gleich einmal auf ihn da vorne los, wegen den scheiß Autos. Dann gehen wir gleich auf ihn los, damit er kein Geschütz hinstellt. Geschütz wieder gut positioniert, immer genau in der Mitte, nämlich die gehen fast nie auf die Geschütze. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, lass sie kommen. Der Grenadier da oben muss sterben. So, danke. So, das war's auch schon wieder. Hier haben wir den Schlüssel. Hier haben wir noch ein Mod. Was haben wir hier? Ah, okay, gut. Ein Holster, den tun wir auch gleich ausrüsten. Somit haben wir das auch erledigt. Oben war, glaube ich, eh nichts Besonderes. Ich schaue trotzdem mal rauf. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Nö. Das war unnötig. Okay, somit müsste das eigentlich passen. So, wir machen jetzt aber eine Schnellreise. Nämlich, das ist ein ziemlicher breiter Weg bis darauf. Wir machen eine Schnellreise zum Roten Drachen und nehmen den letzten Kontrollpunkt ein, und zwar Hotel Krankenstation. Können wir gleich mal markieren, aber wir machen trotzdem die Schnellreise zum Roten Drachen, nämlich bis ich da oben bin, da muss ich mich ja auch noch durchkämpfen und hin und her. Ihr versteht schon, das würde dann, glaube ich, zu lange dauern. Nämlich wir haben schon wieder 14 Minuten fast. Und das geht mit der Schnellreise ja... deutlich schneller, deswegen nennt man es ja Schnellreise. So, roter Drache, wo war denn da das Vorratslager? Da hinten drinnen rechts? Jupp, sehr gut. So, was kriegen wir da Schönes? Ein Scharfschützen. Wow, das ist nicht schlecht. 23. Schauen wir uns gleich an. Ah, Knieschoner, die sind aber nicht besser, aber das macht mir jetzt da auch nichts. So, wartet ganz kurz. Aber das Scharfschützengewehr ist ziemlich gut. Das macht nämlich 17,9 und 23,5. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Den Mod nehmen wir wie immer raus. Ablegen bitte. Danke.
Schieß einmal. Ich würde nämlich gerne wissen. Ist mit meinem Magazin sehr, sehr gut. Das ist immer gut. So, euch geht's da gut? Alles leiwand bei euch? Ihr müsst eigentlich Ressourcen haben ohne Ende. So, Hotelkrankenstation. Das ist gleich da vorne um die Ecke. Ja. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Jo, ich weiß, Isaac, danke. Ah, wartet, da war was. Wie komme ich denn da rein? Moment einmal. Nämlich da drinnen blinkt es auf. Aber wie gesagt, hier im Dunkeln, ah, da sieht man fast nie was. Aber da vorne scheint es auch nicht reinzugehen. Na gut, pfeift drauf. Der gehört mir, das ist ein Speer, okay. Nehmen wir noch mit, was wir können natürlich. Und ein Softdrink, wahrscheinlich Fanta oder irgend sowas, oder Sprite, oder ein 7-Up, wer weiß das schon so genau. Vielleicht auch eine Frukade, oder ein Almdudler. Hm, jetzt habe ich irgendwie Gusto auf Almdudler. So. Da vorne ist der Kontrollpunkt. Da hinten ist ein Tank. Wartet, ich helfe euch. Ja, ich weiß, danke. Komm schon, lad schneller nach. So, Burschen und Mädels, alles gut? Sie sind besiegt. Jetzt wissen alle. Wir meinen es ernst. Jetzt wissen sie es alle. Wir meinen es ernst. Natürlich. So, die Sonne geht auf. Und da vorne ist der Kontrollpunkt. So, na gut. Dieses Gebäude, da müssen wir einnehmen anscheinend. Dann rufen wir mal unsere... Wieso kann ich da niemanden... Leuchtsignal kann hier nicht... Warum nicht? Gehen wir weiter rein. Aber hier, oder? Sehr gut. Dann gehen wir es mal an, hm? Verstärkung unterwegs. Ah, ist das schön. Zack, zack und weg. Verwundung entdeckt. So. Gleich wieder rein, stürmen da. Sniper wieder raus. Da kommt einer. Er versucht nach vorne zu kommen. Anstatt dass er läuft, geht er. Mir ist wurscht. Schade. Vollidiot. Sich nähern Feinde. Ja, lass sie kommen. Ich hoffe nicht, dass sie hinter mir kommen. Alter, ich treffe ihn nicht. Jetzt da. So, dann laufen sie rein. Lauft's rein. Jawohl. Nehmt's das ein. Ach, das scheiß Auto habe ich jetzt nicht gesehen. Wir schießen einfach so mal rein in die Menge, würde ich sagen, ne? So, weg mit dir. Weg mit dem Grenadier. Lass deine Bombe fallen und spring dich selbst in die Luft. Alter, da kommt jetzt urviel. Da kommt jetzt urviel auf mich zu. Du bleibst eh bei mir, gell? Wenigstens eine KI, die bei mir bleibt. Der Officer darf nur nicht sterben. Nämlich, wenn ich sterbe und der Officer ist tot, kann er mich nicht wiederbeleben. Oh.
Oh, das sind wirklich viele hier. Den treffe ich. Sehr gut. So, da kommt er schon, der schwer gepanzerte Feind. Lass es fallen. Schade. Das war zu spät. Tut mir leid, liebe KI. So, Grenadier ist weg. Da ist der schwer gepanzerte. Das ist, glaube ich, ein Healer. Nein, es ist kein Healer. Gott sei Dank. Es ist nur ein Techniker. Bau nur deine scheiß Dinger auf, wie du meinst. Ah, der haltet eh nichts aus. Die kommt direkt auf mich zu, habt ihr das gesehen? Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Ich mach das schon. Und weg. Sehr gut. So, der Gelbe. Der Gelbe muss weg. Unbedingt. Ich flankiere ihn. Und zwar daher. Sehr gut. Geschütz haben wir jetzt noch nicht raus. So, der Gelbe geht weiter da nach hinten. Das war scheiß knapp. Er macht viel Schaden. Mit dem Scharfschützengewehr, da machen wir wesentlich mehr Schaden. Sehr gut. So, den Anführer haben wir neutralisiert. So, den haben wir auch neutralisiert. Irgendwo war einer links, kann das sein? Nein, der ist auch schon weg, gut. So, hinterm Klo irgendwo, ich weiß es nicht. Ja, hinterm Klo war er. So, Kontrollpunkt einmal gesichert. Bis deppert. Jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Haltet die Stellung. Probiert es. Von der Richtung kommen sie. Wir brauchen euch nicht. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Da gehen wir mal in Deckung. Dann haben wir das Geschütz da oben hin. Zack. Das fliegt Gott sei Dank nicht zu mir. So, der Grenadier da hinten muss sterben. Warte, ich helfe dir. Na, ist nimmer mehr. Lass ihn kommen. So, jetzt kommen es von der anderen Seite, okay. Geht da in Deckung, genau in der Mitte. Lasst sie kommen, lasst sie kommen. Treffe ich die da? Die sind genau da am Rand. Den treffe ich. Das ist meiner. Zieh dich zurück. Komm zurück. Lass sie doch da reinkommen. Lad mal nach. Ein Schuss ist besser als nichts. So, da fliegt die Granate. Ah, die verpissen sich da jedes Mal in die Ecke. Ich mach mal mein Geschütz kaputt, das ist da vorne jetzt da ziemlich unnötig, das braucht kein Mensch da. Ah, jetzt kommen sie rein, natürlich. Wenn ich mich auf die andere Seite konzentriere. Das gibt's doch.
Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Oh, verpiss dich! Was ist das für... Ah, da tue ich mal schwer. Und tschüss, Arschloch. Wir haben uns einen ziemlichen Schub gegeben. Ja, das hat uns einen ziemlichen Schub gegeben. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Puh. Aber ja, geschafft ist geschafft, oder? So, wo ist mein Lager? Irgendwo oberhalb. Da geht's rauf, sehr gut. Wartet. Ist da oben irgend noch was? Hier auf der Seite? Nö. Nö. Passt, dann gehen wir rein, schauen wir mal, was wir kriegen. Ich hoffe, ein bisschen was Besseres. Ah. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ja, okay, gut. Die Maske können wir uns gleich mal aufsetzen. Hier können wir was zum Plündern. Hier haben wir was zum Plündern. Und jetzt bin ich gespannt. Eine Maschinenpistole, die ist aber schlechter. Und Knieschoner, die sind auch schlechter. Schade. Macht aber nichts. Gottes Willen, gibt Schlimmeres. So, dann sind wir fertig. Feinde bewachen einen Ort in der Nähe, hat er gesagt. Aber nicht hier. Wir sind fertig. Ja, 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 wir sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch die blauen Punkte einnehmen. Und ich sehe trotz all dem nur zwei. Und zwar den hier auf der Seite. Roswell Island. Und das hier da. District Union Arena. So, wenn wir die zwei machen, sind wir fix auf Stufe 30. Das heißt, zwei Parts kommen jetzt noch mit diesen Hauptmissionen da. Und danach kommt das Kapitol. Und dann sind wir fertig. Ich glaube, dann sind wir wirklich fertig. Also drei Parts noch. Eins, zwei, drei. Was Blaues sehe ich nicht mehr. Also so nebenmissionstechnisch sehe ich hier nichts. Das sollte eigentlich alles passen. Okay. Dann machen wir eine Schnellreise hier rüber und das wird das erste sein, was wir einnehmen, Roswell Island. Wir machen zum Taxifriedhof eine Schnellreise. Den Ladebildschirm erspare ich euch. Wir sehen uns dann beim Taxifriedhof und ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut, tschüss Baba, euer Herzfehler.